solo padri, comunque per sostenere tutti coloro i quali sono stati invitati dal Santo Padre a Der Heilige Vater hat alle Männer und Damen, kann man das sagen? Nein? Doch. Also alle Männer und Frauen gebeten, hier zusammen mit uns zu beten für die Familien. Auch wir sind eine Familie. Auch bei uns trifft es das zu, was der Papst über die Familie gesagt hat, nämlich sentirci tutti quanti impegnati a fare qualcosa, a vivere qualcosa di più. Wir müssen uns einsetzen, etwas mehr für die Familie zu tun, mehr Zeugen, mehr christliche Zeugen zu werden für die Familie. Deshalb sind wir eine Familie, die wir Fabrik der Hoffnungen nennen. Realismo cristiano vogliamo anche noi gridare, ma non contro nessuno. Auch wir wollen laut verkünden, wir kennen keine Gegner. Wir denken nur nach dem Geist Gottes. Veramente percepibile possa accompagnare tutta quanta la Chiesa. Möge die ganze Kirche von unseren Gebeten begleitet werden. Beten wir mit den Augen, aber auch mit dem Kopf und mit dem Herz. Se qualche altro non si è già preso prima, avrete trovato un piccolo rosario di stoffa. Guardate quello. È un piccolo rosario, ma speciale. Speciale non soltanto perché il ricavato serve per la forestazione, riforestazione di alcune parti dell'Amazzonia. Serve perché vuole che tutti quanti ricordiamo che accanto alla luce dello Spirito di Dio abbiamo bisogno, tutti abbiamo bisogno dell'aiuto materno di Maria. Der Rosenkranz, der verteilt wird aus Stoff, die Kugeln sind aus Stoff, soll uns daran erinnern, dass wir eine große Schutzheilige haben. Die große Schutzheilige der Familie, nämlich Maria, die Gottesmutter. Menticante di più protezione da parte del Signore e da parte di Maria. Allora, buon lavoro. Also ich wünsche gute Arbeit. Wir begleiten euch, wir Kardinäle und Bischöfe begleiten euch mit den Gebeten. Vielen Dank auch an alle Mitarbeiter, die daran mitgearbeitet haben, zum großen Entstehen dieser Gebetsvigil als Vorbereitung der großen Weltbischofssynode, die morgen beginnt. Guten Abend. Das war also Monsignor Nunzio Galantino, der Sekretär der italienischen Bischofskonferenz. Lettland zum Beispiel, wenn ich noch fortfahren kann mit der Liste, die vertreten ist auf dieser Weltsynode. Litauen, Malta, die Niederlande, Polen, Portugal, die Tschechische Republik, Rumänien, Skandinavien, Slowakei, Slowenien, Spanien, die Schweiz, Türkei, die Ukraine, Ungarn, Australien, Neuseeland, der Pazifik, Papua Neuguinea. Dann gibt es noch die Dikasterienleiter der römischen Kurie, die dabei sind bei der Weltbischofssynode, nämlich Kardinal Staatssekretär Pietro Parolin, Kardinal Gerhard Ludwig Müller, Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre, Kardinal Leonardo Sandri, Präfekt der Kongregation für die Ostkirchen,
Kardinal Robert Sara, Präfekt der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung. Kardinal Angelo Amato, Präfekt der Kongregation für die Heiligsprechungen. Kardinal Kellett, Präfekt der Kongregation für die Bischöfe. Kardinal Fernando Filoni, Präfekt der Kongregation für die Evangelisierung der Völker. Kardinal Beniamino Stella, Präfekt der Kongregation für den Klerus. Kardinal Bras de Avis, Präfekt der Kongregation für Institute des geweihten Lebens und die Gesellschaften des apostolischen Lebens. Kardinal Giuseppe Versaldi, Präfekt der Kongregation für das katholische Bildungswesen. Kardinal Mauro Piacenza, Großpönitenziar. Kardinal Dominik Mamberti, Präfekt des obersten Gerichtshofes der apostolischen Signatur. Kardinal Stanislav Rilko, Vorsitzender des päpstlichen Rates für die Laien. Kardinal Kurt Koch, Vorsitzender des päpstlichen Rates für die Förderung der Einheit der Christen. Monsignor Vincenzo Paglia, Kurienerzbischof, Vorsitzender des päpstlichen Rates für die Familie. Kardinal Peter Kotwo Appia Turksen, Vorsitzender des päpstlichen Rates für Gerechtigkeit und Frieden. Kardinal Antonio Maria Velho, Vorsitzender des päpstlichen Rates für die Migranten. Kardinal Jean-Louis Torrent, Vorsitzender des päpstlichen Rates für den interreligiösen Dialog. Kardinal Gianfranco Ravasi, Vorsitzender des päpstlichen Rates für die Kultur. Monsignor Claudio Maria Celli, Kurienerzbischof und Vorsitzender des päpstlichen Rates für die sozialen Kommunikationsmittel. Monsignor Fisichella, Salvatore Fisichella, Kurienerzbischof, Vorsitzender des päpstlichen Rates für Förderung der Neuevangelisierung. Kardinal George Pell, Präfekt des Wirtschaftssekretariates. Una voce, l'amato mio, eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le. Aus dem Cantico dei Cantici des heiligen Franziskus von Assisi. Eine Stimme, mein Geliebter, er springt über die Berge und Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem Reh. Hier ist er hinter unserer Mauer. Er schaut aus dem vergitterten Fenster. Jetzt sagt mein Geliebter, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm, bald. O meine Taube, die du dich in der Felsenspalte befindest, in den Verstecken der Abgründe, zeig mir dein Gesicht. Lass mich deine Stimme hören. Denn deine Stimme ist sanft, dein Gesicht ist entzückend. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Mach mich zum Siegel deines Herzens, zum Siegel deines Armes. Denn stark wie der Tod ist die Liebe. Sein Atem ist wie Feuer, wie eine göttliche Flamme. Die großen Gewässer können die Liebe nicht löschen, die Flüsse sie nicht überschwemmen. Wenn einer allen Reichtum seines Hauses zum Tausch gäbe, würde er nichts als Verachtung ernten. Das war Emma Ciccarelli, die Präsidentin im Familienverband des Latiums.
L'alleanza d'amore tra l'uomo e la donna, alleanza per la vita, non si improvvisa. Das ist ein Ausschnitt aus der Katechese Papst Franziskus in der Generalaudienz des Mittwochs, den 27. Mai dieses Jahres. Der Liebesbund zwischen Mann und Frau, ein Bund für das Leben, lässt sich nicht improvisieren, nicht von einem Tag auf den anderen erreichen. Es gibt keine Express-Ehe. Man muss an der Liebe arbeiten. Man muss auf dem Weg sein. Den Liebesbund zwischen Mann und Frau lernt und formt man. Ich erlaube mir zu sagen, dass er ein handwerklicher Bund ist. Die starken Symbole des Leibes enthalten die Schlüssel der Seele. Wir können mit den leiblichen Bindungen nicht leichtfertig umgehen, ohne eine dauerhafte Wunde im Geist zu öffnen. Ja, viele Paare sind lange Zeit zusammen, vielleicht auch in der Intimität. Manchmal leben sie zusammen, aber sie kennen einander nicht wirklich. Das mag seltsam erscheinen, aber die Erfahrung zeigt, dass es so ist. Daher muss die Verlobung als Zeit des gegenseitigen Kennenlernens und des gemeinsamen Planens neu aufgewertet werden. Der Weg der Vorbereitung auf die Ehe muss in dieser Perspektive gestaltet werden und sich auch auf das einfache, aber tiefe Zeugnis christlicher Eheleute stützen. Und auch hier muss man auf das Wesentliche abzielen. Die Bibel, die man gemeinsam in bewusster Weise neu entdecken muss, das Gebet in seiner liturgischen Dimension, aber auch im häuslichen Gebet, das in der Familie gelebt werden muss, die Sakramente, das sakramentale Leben, die Beichte, wo der Herr in den Verlobten weilt und sie darauf vorbereitet, einander wirklich in der Gnade Christi anzunehmen. Und die Brüderlichkeit mit den Armen, mit den Notleidenden, die uns zur Einfachheit und zum Teilen auffordern. Die Etappen des Weges dürfen nicht verbrannt werden. Die Reife erlangt man Schritt für Schritt. Das ist Juan Giron Pons und Sara Leda aus Alghero, aus Sardinien. Guten Abend, wir sind Juan und Sara aus der Diözese Alghero. Wir sind sehr aufgeregt, nicht nur, weil wir vor so vielen Menschen sprechen, sondern vor allem, weil wir bald Papst Franziskus sehen werden, der für uns wie ein Vater ist, wie ein Licht, das unseren Weg beleuchtet. Wir haben uns vor 5 Jahren durch eine gemeinsame Freundin kennengelernt. Es war sofort große Liebe. Ich war 19 Jahre alt. Aber ich fühlte mich wie ein unbeholfenes Kind, was mich bewegte. Es war nicht leicht, ihre Telefonnummer zu erhalten, denn Sarah, obwohl sie klein ist, weiß, was sie will. Aber dank einer Freundin habe ich die Nummer erhalten. Am Anfang war ein bisschen Misstrauen da, dann aber gab sie mir ein Stelldichein. Ich fühlte mich wie im 7. Himmel. 1000 Fragen, 1000 Gedanken, 1000 Sorgen. An einem Samstag, Anfang Mai, fuhr ich nach Alghero. Ich bereitete mich gut vor, um sie richtig hofieren zu können. In Alghero angekommen, für Sekunden starren meine Augen, der Atem lässt nach und alles, was ich sagen wollte, war wie verschwunden. Mein Magen fühlte sich wie ein Ameisenhaufen an. Dann aber war alles wunderschön.
ein Geschmack, der uns seit 5 Jahren begleitet, unter 1000 Schwierigkeiten, 1000 Hürden, 1000 Freuden. Als wir uns kennengelernt haben, war ich weit weg von der Kirche und von Gott. Für mich war dies eine Welt, die ich erfahren sollte. Für Sarah und ihre Familie war alles dies das tägliche Brot. Die Eiszeit zwischen Gott und mir ging auf, meine Entfernung von der Familie und auf Kuba zurück, woher ich komme. Mein Herz war wie versteinert. Dank Sarah und ihrer Familie habe ich begriffen, wie der Herr gerade schreibt, auch auf ganz schiefen Zahlen. Es ist nicht immer leicht. Wir sind wie zwei Boxer. Wir geben nie auf. Auch nach so viel Training, nach so viel Siegen und Verlusten. Nicht. Oft kämpfen wir wie auf dem Ring. Es ist nicht leicht, wie Papst Franziskus sagt, eine Frau wie Sarah richtig zu kennen, ihre Launen, ihren so starken, aber so zerbrechlichen Charakter. So wie es für sie, denke ich, auch nicht leicht ist, einen Mann richtig zu verstehen, wie mich, meine rauen und starken Hände, und der gleichzeitig liebesbedürftig ist und jemand sucht, der ihm nahe ist. Die Leidenschaft meines Landes Kuba ist sicher nicht so wie die sarbische. Und unsere Liebe ist wie eine handwerkliche Arbeit. Eine Arbeit eines Uhrenmachers. Man baut diese Arbeit Tag für Tag auf, in der Begegnung der Gegensätze, die uns oft die Mauern unseres Stolzes abbauen lassen. Ich danke Sarah immer für die Geduld und die Kraft, die sie auf diesem kurzen Weg, der uns vereint, aufbringt. Jetzt spricht Sarah. Mit der Zeit ist das Spiel immer härter geworden. Indem ich Juan besser kennenlernte, habe ich auch seine Fehler und er die meinen kennengelernt. Die Tatsache, dass wir beide starke Charaktere sind, hat sich zunächst als ein Nachteil, mit der Zeit jedoch als gemeinsame Kraft erwiesen. Wir wissen nämlich, dass unsere Liebe nur wachsen kann in der Schwachheit, in der gegenseitigen Annahme des einen zum anderen, so wie wir sind. Es ist, als ob man sich die rosa Brillen, die dir nur das Positive zeigen, abnimmt. Am Anfang wünschst du dir nur diese rosa Brillen, um alles perfekt zu sehen, und dann beginnen die Diskussionen, weil diese Fehler unüberbrückbar scheinen. Dann erkennst du, dass es nicht unüberbrückbare Hindernisse sind, sondern Stufen. Wenn es dir gelingt, diese zu überwinden, schenken sie dir ein wunderbares Panorama, die alles übersteigt, was die rosa Brillen dir bieten. Und so etwas macht man nicht allein, sondern mit vielen anderen Mitmenschen, die Gott uns geschenkt hat. Wir haben eine Kirche entdeckt, eine große Kirche mit vielen Pforten. Wie wir immer sagen, es ist, als ob wir uns ein weiteres Mal verlobt hätten, als wir gemeinsam uns entschlossen, diese Stufen hinaufzugehen. Gemeinsam schenken wir unsere Zeit dem Projekt der Familie und versuchen spielerisch die Botschaft des Evangeliums unseren kleinen Mitbürgern zu übertragen. Das ist wunderschön. Ich liebe Juan. Ich liebe seine Fehler, die mich verrückt machen, und liebe seine unendliche Liebe, die er mir jeden Tag schenkt, von den kleinen Dingen angefangen. Wir haben viele schwierige Proben durchgemacht. Wir haben gelitten und geweint. Wir sind oft gefallen und ebenso oft wieder aufgestanden. Immer gemeinsam. Immer bereit, uns gegenseitig zu stützen.
Ich weiß, dass ich einen starken Mann auf meiner Seite habe, auf den ich immer zählen kann, aber noch mehr freut es mich zu sehen, wie sein Glaube wächst. Manchmal bin ich etwas eifersüchtig, weil mit Gott mich manchmal beinahe überholt. Die sich in diesem Augenblick bei Radio Vatikan einschalten. Wir übertragen die Gebetsvigil mit Papst Franziskus in Vorbereitung der morgen beginnenden Bischofssynode über Ehe und Familie auf dem Petersplatz in Rom. Jetzt spricht Nicandro Prete, er besucht den Masterkurs in Familienpastoral. Fratelli, camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato. Hört auf das Wort Gottes aus dem Brief des heiligen Paulus an die Epheser. Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder. Liebt einander, weil auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat, als Gabe und als Opfer, das Gott gefällt. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen, so will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Ciascuno da parte sua ami la propria moglie come se stesso e la moglie sia rispettosa verso il marito. Was euch angeht, so liebe jeder von euch seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Thank you.
Questo mistero è grande. Lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Das ist ein tiefes Geheimnis. Papst Franziskus bei der Generalaudienz am 6. Mai 2015 wird wieder eingeblendet. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche, sagt. Vom Heiligen Geist inspiriert, sagt Paulus, dass die Liebe zwischen den Eheleuten das Bild der Liebe zwischen Christus und der Kirche ist. Eine unvorstellbare Würde. Sie ist in den Schöpfungsplan Gottes eingeschrieben. Und durch die Gnade Christi haben unzählige christliche Ehepaare trotz ihrer Grenzen, ihrer Sünden, sie verwirklicht. Ihr Ehemänner, die ihr hier anwesend seid, versteht ihr das? Eure Ehefrau lieben, wie Christus die Kirche liebt? Das sind keine Scherze, sondern sehr ernste Dinge. Die Entscheidung, im Herrn zu heiraten, enthält auch eine missionarische Dimension, die bedeutet, im Herzen die Bereitschaft zu haben, zum Vermittler des Segens Gottes und der Gnade des Herrn für alle zu werden. Denn die christlichen Eheleute haben als solche in der Sendung der Kirche teil. Dazu braucht es Mut. Daher sage ich, wenn ich die Neuvermählten begrüße, das sind die Mutigen. So ist der Kurs für immer vorgegeben. Es ist der Kurs der Liebe. Man liebt, wie Gott liebt, für immer. Christus hört nicht auf, für die Kirche Sorge zu tragen. Er liebt sie immer. Er beschützt sie immer, wie sich selbst. Cristo non cessa di prendersi cura della Chiesa. L'ama sempre, la custodisce sempre. Come se stesso. Cristo non cessa di togliere. Christus hört nicht auf, die Flecken und Falten jeglicher Art vom menschlichen Antlitz zu nehmen. È commovente, è tanto bella questa irradiazione della forza. Diese Ausstrahlung der Kraft und der Zärtlichkeit Gottes, die vom Ehepaar zu Ehepaar, von Familie zu Familie weitergegeben wird, ist bewegend. Der heilige Paulus hat recht. Das ist wirklich ein tiefes Geheimnis. Die Männer und Frauen, die mutig genug sind, diesen Schatz in den zerbrechlichen Gefäßen unserer Menschennatur zu tragen, diese so mutigen Männer und Frauen sind eine wesentliche Ressource für die Kirche und auch für die ganze Welt. Gott segne sie tausendmal dafür. Es folgt nun ein Zeugnis eines Ehepaares mit Kindern, die das Evangelium täglich leben. Stefano und Lorena Girardi aus der Diözese Trient. Wir sind eine Familie wie viele, deshalb ist es sehr aufregend, hier zu sein. Und wir sehen darin ein wunderbares Geschenk zu unserer silbernen Hochzeit. Vor allem, weil wir sie mit unseren Kindern feiern. Wir wohnen in Ravina, einer Ortschaft der Gemeinde Trient. Stefano sagt, wir haben uns sehr früh kennengelernt bei den Franziskanern. Dann kamen die Verlobung, die Heirat, die ersten Kinder und der Wunsch, diesen Reichtum, den wir erlebten, weiterzugeben. Wir halfen bei der Vorbereitung der Verlobten für die Hochzeit
und für die allgemeinen Dienste in der Familienpastoral. Es gefällt uns, mit anderen eine Familie der Familien aufzubauen, in der der Weg, die Zerbrechlichkeit und die Qualitäten jedes Einzelnen dem anderen eine Hilfe sind. Lorena sagt, eine Lektüre bei unserer Hochzeit war das Pauluswort, das einladet, sich gegenseitig die Furcht Christi zu unterstellen. Die Trauung ist die erste Wahl unseres gemeinsamen Lebens. Um jeden zu lieben, wie Christus die Kirche geliebt hat, wie schwierig ist das, den anderen zu lieben, wenn er nicht mehr unseren Idealen entspricht oder wenn du in den schwierigen Zeiten merkst, wie er sich von dir entfernt, den Bräutigam zu lieben, als alles andere, mehr als alles andere, mehr als die modernen Medientechniken, mehr als die Technologie, mehr als die Arbeit, mehr als die Kinder, mehr als das neue Auto und so weiter. Stefano sagt, wir sind in den kleinen Dingen sehr verschieden. Da haben wir verschiedene Ideen über den Tagesablauf und das bringt oft Konflikte mit sich, Unverständnis, die unsere zerbrechlichen Ziegelbasen anziehen. All das, was unseren großen Schatz, unsere Liebe gefährdet. Aber der Vasenmacher richtet es wieder. Wir müssen dem Herrn unsere Zerbrechlichkeit anvertrauen. Er ist eine ungeahnte Kraft, eine Hoffnung, die über unsere Verschiedenheit hinausreicht, über unsere harten Worte, unsere Streitigkeiten. Affidare al Signore queste nostre fragilità è sempre stata una forza immensa, una speranza che ci fa guardare oltre alle incomprensioni, alle parole dette male, agli scontri, provando a ripetere ogni giorno, permesso, grazie. Sagen wir jeden Tag, bitte, danke, Entschuldigung. Lorena sagt, auch wenn wir täglich wenig Zeit haben, einen entkrampften Dialog zu führen mit dem Herrn, haben wir doch gelernt, dass es am Tag Momente gibt, wo man dies tun kann. Auf dem Auto, auf dem Weg zur Arbeit, wenn man in einer Schlange steht und auf den eigenen Turnus wartet, wenn man vor einer Kirche vorbeikommt und warum nicht auch während eines Ausfluges auf dem Gipfel eines Berges, den man kaum geschafft hat. Für uns, sagt Stefano, war und ist es noch immer wichtig, hier und da wieder einmal zusammen auszugehen, vielleicht nur für einige Stunden, unsere beruflichen Dinge einfach vergessen und nur mehr Zeit für uns, allein für uns zu haben. Unsere Intimität pflegen und die Welt mit anderen Augen zu sehen, das ergibt einen Blick, der unseren Horizont erweitert. Je mehr Zeit vergeht, umso mehr schenken wir uns diesen neuen Wein und macht uns zu besseren Menschen. Ein Paar, das stärker ist als der Einzelne, das uns hilft, schwierige Zeiten zu überwinden, wenn die Miete des Hauses zu hoch ist oder wenn unsere Kinder keine stabile Arbeit finden, die ihnen eine ökonomische Selbstständigkeit gibt, die in unserer Zeit eine Seltenheit ist. Da ist es oft schwierig, Argumente zu finden, dass sie nicht verzweifeln und in ihnen Hoffnung geben. Jetzt, wo unsere Kinder etwas erwachsener sind, sagt Lorena, ist es schön zu sehen, dass sie beginnen, mit eigenen Kräften zu gehen und zu denken, ihren Weg suchen und Hoffnungen an das künftige Leben suchen. Wenn es auch immer wieder Meinungsverschiedenheiten unter uns gibt, die uns und ihnen einiges kosten. Wir haben dafür gesorgt, dass aus unseren Pflänzchen, die Gott gesät hat, etwas geworden ist,
Jetzt liegt es an Ihnen, die Früchte zu ernten. Wir vertrauen sie ganz Gott an, damit er Ihnen dort hilft, wo er sie am besten sieht. Perché li sostenga e li aiuti a portare frutto lì dove lui li ha pensati. Ciao, sono Emanuele, ho 23 anni. Grüße dich, ich bin Emanuele, ich bin 23 Jahre alt. Bis jetzt war mein Schulbesuch eher vage und sehr unterschiedlich. Jetzt in der Arbeitswelt halte ich Ausschau in verschiedene Richtungen in meiner Stadt, aber auch im Ausland. Ich suche einen Beruf, der mich verwirklicht und der mich autonom machen kann. Das ist heutzutage nicht leicht. Ich bin aber voller Vertrauen. Ich habe eine Familie, die mir hilft und mir Mut zuspricht. Und wie ich es bei den Pfadfindern gelernt habe, versuche ich das Beste aus diesen Erfahrungen zu lernen. Martina, so heißt das Mädchen, das jetzt spricht, 21 Jahre alt. Ich bin mit Sandro hier, sagt sie, meinen Verlobten. Wir haben uns in Rumänien kennengelernt, in der Mission. Sofort haben wir einen gegenseitigen Reflex Gottes gespürt und wir sind auf dem Weg, den er uns vorzeigt. Es kommt vor, dass wir manchmal fallen, stolpern, uns vor einer Abzweigung befinden und nicht wissen, wohin der rechte Weg geht. Und dann gerade entdecken wir, dass wir unser Haus auf einen Felsen bauen wollen und uns von Jesus leiten lassen wollen. Wir warten schon ungeduldig auf die Vorbereitung unserer Ehe zusammen mit anderen Paaren. Ich bin Francesca, besuche die zweite Mittelschule und bin die Jüngste in der Familie. Ich möchte euch grüßen von meinem Bruder Luca, 18 Jahre, der entschlossen hat, seine Schulen in Neuseeland zu besuchen. Er sagt, dort würde sein Horizont erweitert und dass die Welt voll von Schönheiten sei. Es gibt dort so viele Kulturen, so viele Ethnien, viele Traditionen. Die Welt ist so bunt, dass man dies nicht versäumen darf. Das ist wieder Lorena. Wir möchten unseren Kindern danken, die uns in unserer Mission der evangelischen Ehevorbereitung unterstützen und gleichzeitig auch unseren Eltern danken und allen, die wir auf unserem Weg begegnen. Jeder ist eine wertvolle Präsenz, die unser Dienst leichter macht, der nicht immer leicht ist, der uns aber viel gibt und uns als Paar wachsen lässt, sowohl als Familie als auch als Hauskirche. Quello che Dio vuole da te.
Ascoltate la parola di Dio dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Der Lektor Simone Pintaldi, verantwortlich des Büros der Familienpastoral Diözese Siena, spricht jetzt. Hört das Wort Gottes aus dem Brief des heiligen Apostel Paulus an die Römer. Gerechtfertigt nunmehr aus Glauben haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir auch den Zugang erhalten haben im Glauben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns aufgrund von Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass die Bedrängnis Standhaftigkeit bewirkt, die Standhaftigkeit aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber enttäuscht nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Dall'udienza generale di Papa Francesco di mercoledì 10 giugno 2015. Aus der Generalaudienz von Papst Franziskus am 10. Juli 2015. Cui vogliamo bene è patita con un di più di sofferenza e di angoscia. Im Bereich der familiären Bindungen wird die Krankheit der Personen, die wir lieben, mit einem Meer an Leid und Sorge erlitten. Es ist die Liebe, die uns dieses Meer spüren lässt. Oft ist es für einen Vater und eine Mutter schwerer, das Leiden eines Sohnes, einer Tochter zu ertragen, als das eigene Leid. Die Familie war sozusagen schon immer das nächstgelegene Krankenhaus. Nur heute ist das Krankenhaus in vielen Teilen der Welt ein Privileg für einige wenige. Und oft ist es weit entfernt. Sono la mamma, il papà, i fratelli, le sorelle, le nonne. Mutter, Vater, Brüder, Schwestern, Großmütter sind es, die die Pflege gewährleisten und dazu beitragen, gesund zu werden angesichts der Krankheit, entstehen auch in der Familie Schwierigkeiten aufgrund der menschlichen Schwäche. Aber im Allgemeinen stärkt die Zeit der Krankheit die familiären Bindungen. Und ich denke daran, wie wichtig es ist, die Kinder von klein auf zur Solidarität in Zeiten der Krankheit zu erziehen. Eine Erziehung, die gegen die Einfühlsamkeit für die menschliche Krankheit abschirmt, verhärtet das Herz. Und sie führt dazu, dass die Kinder gegenüber dem Leiden anderen narkotisiert werden, sozusagen, unfähig werden, sich mit dem Leiden auseinanderzusetzen und die Erfahrung der Grenze zu machen. Die christliche Gemeinschaft weiß, dass die Familie in der Prüfung der Krankheit nicht allein gelassen werden darf. Und wir müssen dem Herrn danken für jene schönen Erfahrungen kirchlicher Brüderlichkeit, die den Familien helfen, die schwierige Zeit des Schmerzes und des Leidens durchzustehen. Del dolore e della sofferenza. Questa vicinanza cristiana. Diese christliche Nähe von Familie zu Familie ist ein
ein wahrer Schatz für die Pfarrgemeinde, ein Schatz der Weisheit, der den Familien in schwierigen Zeiten hilft und das Reich Gottes besser verstehen lässt als viel Gerede. Es sind Liebkosungen Gottes. Siamo Francesco e Lucia. Veniamo da Pisa. Zeugnisse einer Familie, die leidet. Francesco und Lucia Masi aus der Diözese von Pisa. Francesco sagt, guten Abend, wir sind Francesco und Lucia, wir kommen aus Pisa, wir sind 57 Jahre alt, seit 35 verheiratet und schon 43 Jahre verliebt. Wir haben 5 Kinder, eine Schwiegertochter und Schwiegersohn, 4 Enkelkinder, alle zusammen hier. Cristiano und Giulia mit Anna, Sara und der kleinen Esther. Chiara und Giacomo mit Tommaso, Josué, Beniamino, Davide und Rachele. Der Herr hat einiges mit uns vor. Er war bei uns bei der Geburt von Cristiano und er hat uns nicht mehr verlassen. Auch nicht im letzten Jahr, als Tommaso, Josué auf die Welt kam und bald nach der Geburt aufhörte zu atmen. Er wachte nach unendlich langen 45 Minuten wieder auf, wie uns die Krankenpflegerin mitteilte. Er wachte wieder auf, nachdem die Mutter zu Gott: mein Gott, lass mein Kind nicht sterben, schrie. Tommaso ist gesund und lebendig. Bald danach konnte meine Frau Lucia kaum mehr gehen. Es fing an einem Bein an, dann das zweite Bein und so weiter. Wir gingen von einem Arzt zum anderen. Es wurde immer schlechter. Nach einem Jahr erfuhren wir, dass Lucia von einer seltenen neurologischen Krankheit befallen war. Unter 100.000 gibt es nur einen solchen Fall. Das ist wahr, sagt Lucia. Vor wenigen Monaten ließ ich mich einfach sterben, auch innerlich. Dann habe ich folgende Worte vernommen. Sagen, ich liebe dich, heißt für den anderen, du wirst nie sterben. So, mit diesen Worten von Gabriel Marcel, die ich gehört habe bei einem Familientreffen, ging ich wieder todmüde nach Hause, wollte noch Ordnung machen, aber Gott hat mich überrascht, gesucht, geliebt und aufgenommen. Meist sind die Worte eines Lebenden zu einem Toten. Ich trage dich immer im Herzen, du bleibst in meiner Erinnerung und so weiter. Ich habe sie gehört als meine Worte an Francesco, meinem Bräutigam, meiner Liebe seit meinen jungen Jahren, von damals bis heute, einer Großmutter von 57 Jahren, krank und mit erloschenem Körper, auf einem Rollstuhl geschoben. Von meinem Francesco. Wenn es aufwärts geht, höre ich seinen schweren Atem. Ich höre seinen Atem, wenn der Weg nicht gepflastert ist, wenn es Stufen gibt, Löcher und so weiter. Sein Atem drückt seine Liebe zu mir aus wie noch nie. Ich richte meinen Atem an seinen Schritten. Mit unserem Herrgott haben wir das Leben unserer 5 Kinder gezeugt. Wir haben jeden Tag eine Familie gegründet, treu unserem ehelichen Schwur, mit Freude, mit Leiden, mit Schwierigkeiten, in Krisen, in Unverständlichkeiten, mit Weinen, im Gebet. In Gebeten, in Wiedergutmachungen rechnen wir einmal. Vor 2 Jahren bin ich erkrankt. Am Anfang war die Krankheit sehr grausam. Ich konnte nicht Auto fahren. Dann fiel ich immer wieder. Dann konnte ich nicht mehr allein auf mich aufrichten. Abends wurden die Schmerzen besonders stark. Keine Mittel halfen mehr. Ich erinnere mich, dass ich eines Abends mit Jesus gestritten habe. Ich erhob die Stimme, wie manchmal, wenn ich mit Francesco schimpfe. So zeig du mir, dass du mich liebst, schrie ich. Weißt du, dass wir unter Liebe etwas anderes verstehen? Du sagst, du würdest mich lieben, aber du lässt zu, dass ich so sehr leide. Du sagst, dass du mich liebst, aber du lässt zu, dass ich so sehr leide.
Dann schlief ich ein bis zum nächsten Morgen. Schritt für Schritt ging es mir danach besser. Jesus hat mich angenommen. Dann kam die Angst dazu, die Kinder verlassen zu müssen, vor allem die kleine Rachela. Rachela ist nur 16 Jahre alt. Die Angst, einen Ehemann allein zu lassen. Heute weiß ich, wie die Ewigkeit aussieht. Für mich ist es wie ein Eintauchen in den Blick Gottes. Nicht dieses fixe Auge im Dreieck unseres vorkonziliaren Katechismus, nein, sondern der Blick Jesu in den Evangelium. Ein warmer Blick, zart und erbarmungsvoll, wach und voller Liebe, der alles und alle in sich birgt. Der Herr nimmt mich an der Hand. Ich stütze mich an ihn und ich kann wieder gehen. Er kleidet mich als Braut, schaut mich an und er sagt, so habe ich dich am Altar gesehen, als wir heirateten. So sehe ich dich heute noch. Ich glaube, dass ich in Gott, in seinem Blick, die Kommunion der Heiligen wieder empfinde. All die Lieben, die ich nicht mehr sehe, den Frieden dessen, der das Gute und das Schlechte kennt, den Duft des Anfangs, die Farben des Gartens, das Wehen des Geistes. Du wirst nie sterben. Mein Mann hat mir diese Worte geschenkt und ich habe sie aufgenommen, seine Zärtlichkeit, seine Gedanken, seine Tränen, seine Freuden, seine Fehler, alles, ihn auch in mir Fleisch und Leben geworden. Dieses Fleisch und dieses Leben, die Frau, die ich heute bin, die Frau, die ich in der Ehe geworden bin, dieses Fleisch allein, ganz und ungeteilt, wird in den Blick Gottes kommen. Wenn ich sterben sollte, werden Francesco und meine Familie die Früchte des Gartens des Anfangs genießen. Ich habe meinen göttlichen Bräutigam gesehen, Jesus Christus. Ich habe verstanden, was es heißt, den Verlust des Todes und den Sieg der Auferstehung zu kennen. Er und ich haben das Geschenk unserer Familie dem Vater überreicht. Ich habe ihn gehört. Ich habe von ihm gegessen, von seinem Kelch getrunken. Ich bin in meine Krankheit eingetreten durch seinen Willen, durch seinen Schmerz, mit seinem Kreuz. So sehr und für immer hat er mich an ihn gefesselt. Im Dezember 2012 in Madrid am Fest der Heiligen Familie auf der Plaza Colón, voll von Menschen, ist mir eine spanische Frau entgegengekommen und zeigte auf meinen Ehering. Allianz, Allianz, sagte sie. Da erinnere ich mich an das Wort, das verbunden ist mit meiner Hochzeit, an diesen neuen und ewigen Bund Christi am Kreuz mit mir. Blut und Wasser gemischt, ich und er. Dieses Geheimnis ist in der Tat sehr groß. Und auch diese Freude ist ein Geheimnis, diese Seligkeit, die ich manchmal spüre, die Frucht dieser Erhöhung, die Jesus in mir gemacht hat. Noli me tangere, sagt er. Ich verstand die Worte, die ich bis heute nicht verstehen konnte. Jetzt spricht wieder Francesco, wir lieben uns noch sehr, wir lieben uns. Mehr als wir verliebt waren, auch wenn der Teufel fortfährt, uns zu trennen, unsere Fehler aufzuzeigen. Der, der trennen möchte, was zusammengehört, wollen wir antworten wie Paulus. Wer kann uns von der Liebe Gottes trennen, die sich in Jesus Christi zeigt? Come abbiamo appena ascoltato, chi ama non muore mai. Accompagniamo ora Papa Francesco e con lui una coppia di sposi con una lampada, segno della luce che emana. Wir begleiten jetzt Papst Franziskus mit ihm ein Ehepaar mit einer Lampe, Zeichen des Lichtes, das von jeder Familie ausgeht in Italien und auf der ganzen Welt. Jetzt kommt der Papst. Er begrüßt
Angelo Bagnasco, dem Präsidenten der italienischen Bischofskonferenz. Und Monsignor Galatino. Santità, alla vigilia del Sinodo dedicato alla vocazione. Er spricht Angelo Bagnasco, der Präsident der italienischen Bischofskonferenz. Grußwort im Namen aller italienischen Bischöfe. Richtet er jetzt an den Papst. Heiliger Vater. E l'abbraccio di tutta la Chiesa che in Italia, con le sue diocesi e le sue parrocchie, comprese quelle che, non essendo potuto essere qui questa sera, sono comunque intimamente unite a noi nella preghiera. Alle Diözesen Italiens, aber auch nicht nur Italiens, sondern des Auslands, sind im Gebet mit ihrer Heiligkeit verbunden. Al mondo intero. I presenti, partiti dalle loro case per convergere e stringersi attorno al successore di Pietro, le portano con il loro affetto la bellezza e la forza dell'essere famiglia, quasi. Sie umgeben ihre Heiligkeit gemeinsam mit ihren Familien und versprechen das Gebet für die Familie. Che è, come lei diceva, benedizione di Dio al capolavoro della creazione. Die Familie ist ein Geschenk Gottes, wie Sie in Philadelphia gesagt haben, Heiliger Vater. L'esperienza quotidiana ci vede coinvolti in una trasformazione epocale della cultura sociale che interessa profondamente anche la famiglia. Intendiamo riconoscere questo tempo come la condizione nella quale il Signore ci dona di vivere, credere e annunciare il suo Vangelo. Glauben und verkünden das Evangelium. Das hat uns der Herr aufgetragen. Prevalgano sullo stupore, sulla gioia e sul coraggio. Né che le analisi legate ad un contesto in cui sembra vincere la dinamica del non legarsi a niente e a nessuno ci frenino dalla disponibilità ad accompagnare i giovani nella scelta coraggiosa del matrimonio e dei primi anni della vita matrimoniale. Die Jugend muss aufgefordert, aufgemuntert werden, sich zu verehelichen, sich zu vereinen im Gebet und in der christlichen Tradition. Non potrà che spingerci a farci sempre più prossimi alle famiglie, così da condividerne gioie e difficoltà e camminare con tutti
verso quella pienezza che nasce dalla comunione vissuta con il Signore Gesù e con i fratelli. Diese Familien, diese jungen Leute werden begleitet werden von Jesus und von den Gebeten, die wir verrichten. Tale confronto nutrirsi di ascolto di Dio, come lei ci ricordava, fino a sentire con lui il grido. Möge der Herr diese Bitte von uns aufnehmen und sie verwirklichen. Possa soprattutto sgorgare dal lasciarsi guardare negli occhi da Cristo Gesù, nostro Signore. Lassen wir uns von Christus, dem Herrn, anblicken. Dann werden wir ein gutes Leben führen. Con questo stesso sguardo misericordioso e vero l'umanità del nostro tempo, donandole ciò che ha di più prezioso. Grazie, Padre Santo, ci benedica. Danke, Heiliger Vater, segnen Sie uns bitte. Veni Sancte Spiritus wird jetzt gesungen. Dieser Platz ist jetzt vollgefüllt von jungen, von alten Menschen, von jungen Schülerinnen, Schülern, von Familien, von Müttern, von Vätern, von Großvätern und Großmüttern. Er ist voll besetzt. Und der Chor singt jetzt das Veni Creato Sancte Spiritus. Daraufhin wird der Papst, es dämmert ja schon auf dem Petersplatz, ist es fast finster geworden. Der Papst wird dann das Gebet anstimmen, das Gebet der Vigil der großen Weltbischofs für die Weltbischofssynode 2015.
Im Namen des Vaters, des Figlio e dello Spirito Santo. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, al tramonto del sole invochiamo Cristo. Brüder und Schwestern, bei Sonnenuntergang beten wir zu Christus. Die Sonne geht auf, damit er durch seine Gnade unsere Familien erleuchte. Eine Familie bringt dem Papst jetzt eine brennende Lampe. Nach einer kurzen Pause betet der Papst: Sei gebenedeit, unser Herr, unser Gott. Du hast der Welt deinen Sohn geschenkt, Schein der ewigen Glorie und lebendige Flamme deines Geistes. Segne diese Lampe, mach uns zu Trägern des Lichts und zu Erbauern einer neuen Welt in deiner Liebe, durch Christus unseren Herrn. Die Lampe wird zur Ikone der Heiligen Familie gebracht. Das ist ein Bild, das jetzt im Fernsehen auch eingeblendet wird. Von dort wird das Licht genommen, um es an die Versammlung der Gläubigen zu verteilen. Strahlendes Licht, ewiges Leuchten des Vaters Christus, unsterblicher Herr. Jetzt am Sonnenuntergang brennt das abendliche Licht. Beten wir zum Vater und zum Sohn und zum Heiligen Geist. Ja, es ist recht, dass jedes Wesen dich jeden Tag lobt. Du bist der Sohn Gottes, der Lebendige. Das Universum gibt dir daher die Ehre. Wir preisen dich, o Sohn des Menschen, für uns von Maria geboren, du bist das Licht der Welt, du hast Fleisch angenommen und die Geschichte. Wenn dein Geist in uns lebt, werden wir mit Freude zum Vater beten. Seine Gnade ist wie Tau, ein Siegel göttlicher Geschenke. Wir loben dich, auferstandener Christus. Du hast das Böse und den Tod überwunden. Dein Stern kündigt den Morgen an und erhellt die Nacht. O Herr, bleibe mit uns, denn der Tag neigt sich schon seinem Ende. Dein Licht erhellt die Augen. Deine Führung zeigt uns den Weg.
preghiamo. Dio e Padre di tutti gli uomini, tu sei la fonte. Herr Vater aller Menschen, du bist die Quelle allen Lebens. In der Heiligkeit und in der Einfachheit der heiligen Familie von Nazareth schenkst du uns das lebendige Bild einer Existenz, die mit Großmut und Fülle gelebt hat. Schenke uns heute, dass wir uns innig sättigen von der Liebe Jesu, Maria und Josef, wie sie es in ihrem Leben vorgezeigt haben. Mögen sie uns Befürworter sein, jetzt, wo wir uns dir, unserem Vater, anvertrauen, der du lebst und herrschest, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist in Ewigkeit. Der Lektor Luigi Manzone, Diakon, Verantwortlicher der Familienpastoral der Diözese Messina auf Sizilien, spricht jetzt das Wort Gottes aus dem Evangelium nach Lukas. In quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus. Und siehe, zwei von ihnen gingen an denselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Es folgt jetzt die Homilie des Heiligen Vaters, Papst Franziskus. Liebe Familien, guten Abend. Was nützt es in der Nacht, die uns umgibt,
eine kleine Kerze anzuzünden. Wäre nicht etwas ganz anderes notwendig, um die Dunkelheit aufzulösen? Kann man denn überhaupt die Finsternis besiegen? Ma si possono vincere le tenebre? In certe stagioni della vita. Zu gewissen Zeiten im Leben, in diesem an wunderbaren Quellen doch so reichen Leben, drängen sich solche Fragen mit Nachdruck auf. Di fronte alle esigenze dell'esistenza. Angesichts der Anforderungen des Lebens besteht die Versuchung, sich zurückzuziehen, davonzulaufen und sich zu verschließen. Vielleicht unter dem Vorwand der Vorsicht und des Realismus und so der Verantwortung zu entfliehen, den eigenen Beitrag bis zum Grunde zu leisten. Ricordate l'esperienza di Elia. Il calcolo umano. Erinnert ihr euch an das Erlebnis des Elia? Die menschliche Berechnung löst im Propheten die Angst aus, die ihn dazu treibt, die Flucht zu ergreifen. Elia geriet in Angst, machte sich auf und ging weg, um sein Leben zu retten. Er wanderte 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch das Wort des Herrn erging an ihm: Was willst du hier, Elia? Und dann? Auf dem Horeb sollte er eine Antwort finden. Nicht im starken, heftigen Sturm, der die Felsen erschüttert, noch im Erdbeben und auch nicht im Feuer. Die Gnade Gottes erhebt nicht die Stimme. Sie ist ein sanftes, leises Säuseln, das die erreicht, die bereit sind, es im Hauch einer leichten Brise wahrzunehmen. Und sie fordert sie auf, herauszukommen und in die Welt zurückzukehren als Zeugen der Liebe Gottes zum Menschen, damit die Welt glaubt. In diesem Geist haben wir vor genau einem Jahr auf eben diesem Platz den Heiligen Geist angerufen und darum gebetet, dass die Synodenväter bei der Behandlung des Themas Familie fähig sein möchten, hinzuhören und sich miteinander auszutauschen, mit festem Blick auf Jesus, der das letzte Wort des Vaters und das Kriterium für die Interpretation von allem ist. An diesem Abend kann unser Gebet nicht anders sein. Denn, wie Patriarch Athenagoras sagt, ohne den Heiligen Geist ist Gott fern, bleibt Christus in der Vergangenheit. Wird die Kirche eine bloße Organisation, verwandelt sich die Autorität in Herrschaft. Wird Mission zu Propaganda, Gottesdienst zu Beschwörung und christliches Handeln zu einer Sklavenmoral. Beten wir also, dass die Synode, die morgen eröffnet wird, die Erfahrung von Ehe und Familie zu einem vollkommenen Menschenbild zurückzuführen weiß. Dass sie alles Schöne, Gute und Heilige in ihr erkenne, aufwerte und vor Augen führe. Dass sie sich die Situationen von Verwundbarkeit zu Herzen nehme, die für viele Familien eine harte Prüfung darstellen,
Armut, Kriege, Krankheit, Trauer, Verletzte und zerrissene Beziehungen, die Missbehagen, Groll und Brüche verursachen. Dass sie diese Familien, wie überhaupt alle Familien, daran erinnere, dass das Evangelium die frohe Botschaft bleibt, von der aus man neu beginnen kann. Mögen die Synodenväter fähig sein, aus dem Schatz der lebendigen Überlieferung Worte des Trostes und Orientierungen der Hoffnung zu schöpfen, für Familien, die in dieser Zeit dazu berufen sind, die Zukunft der kirchlichen Gemeinschaft und der Stadt des Menschen aufzubauen. Stessa vicenda di Gesù tra gli uomini prende forma nel grembo di una famiglia. Jede Familie ist nämlich immer ein Licht, so schwach es auch sein mag. Im Dunkel der Welt, die Geschichte Jesu selbst unter den Menschen nimmt Gestalt an, im Schoß einer Familie, in der er 30 Jahre lang bleibt. Und seine Familie ist eine Familie wie viele andere, in einem abgelegenen Dorf am Rande des Imperiums. Charles de Foucault hat, wie wohl wenige andere, die geistliche Bedeutung erfasst, die von Nazareth ausgeht. Dieser große Forscher verließ sehr bald die militärische Laufbahn und war fasziniert vom Geheimnis der heiligen Familie, vom täglichen Umgang Jesu mit seinen Eltern und den Nachbarn, von der Arbeit im Stillen, vom demütigen Gebet. Bei der Betrachtung der Familie von Nazareth spürte Bruder Charles die Unfruchtbarkeit der Gier nach Reichtum und Macht. Mit dem Apostolat der Güte wurde er allen alles. Er, der sich zum Einsiedlerleben hingezogen fühlte, begriff, dass man nicht in der Liebe zu Gott wächst, wenn man die Knechtschaft der menschlichen Beziehungen umgeht. Denn in der Liebe zu den anderen lernt man, Gott zu lieben. Indem man sich zum Nächsten niederbeugt, erhebt man sich zu Gott. Durch die brüderliche und solidarische Nähe zu den Ärmsten und Verlassensten verstand er, dass letztlich gerade sie es sind, die uns evangelisieren, indem sie uns helfen, in der Menschlichkeit zu wachsen. Um die Familie heute zu verstehen, lasst auch uns, wie Charles de Foucault, in das Geheimnis der Familie von Nazareth eintreten, in ihr verborgenes, alltägliches und gewöhnliches Leben, wie das der Mehrheit unserer Familien ist, mit ihren Mühen und ihren einfachen Freuden. Ein Leben, das durchwoben ist von gelassener Geduld in Widerwärtigkeit, von Achtung gegenüber der Situation jedes Einzelnen, von jeder Demut, die befreit und im Dienen erblüht. Ein Leben in Geschwisterlichkeit, die aus dem Gefühl entspringt, Teil eines einzigen Leibes zu sein. Die Familie ist Ort einer vom Evangelium inspirierten Heiligkeit, die sich unter den gewöhnlichsten Bedingungen verwirklicht. Dort nimmt man die Erinnerung der Generationen in sich auf und schlägt Wurzeln, die befähigen, einen weiten Weg zurückzulegen. Die Familie ist Ort der Unterscheidung, wo man dazu angeleitet wird, den Plan Gottes für das eigene Leben zu erkennen und vertrauensvoll anzunehmen. Die Familie ist der Ort der Unentgeltlichkeit, einer taktvollen, brüderlichen und solidarischen Gegenwart, die lehrt, auch sich selbst herauszugehen, um den anderen anzunehmen, um zu vergeben.
und um Vergebung zu empfangen. Gehen wir wieder von Nazareth aus für eine Synode, die mehr noch als über die Familie zu reden fähig ist, von ihr zu lernen, in der Bereitschaft immer ihre Würde, ihren Charakter und ihren Wert zu erkennen, trotz aller Mühen und Widersprüche, die sie kennzeichnen mögen. Im heidnischen Galiläa unserer Zeit werden wir die Bedeutung einer Kirche wiederentdecken, die Mutter ist, fähig zum Leben zu erwecken, achtsam, um ständig das Leben hinzugeben und beflissen, um mit Hingabe, Zärtlichkeit und moralischer Kraft zu begleiten. Denn wenn wir nicht verstehen, die Gerechtigkeit mit dem Mitleid zu verbinden, werden wir schließlich unnötig streng und zutiefst ungerecht sein. Eine Kirche, die Familie ist, weiß, mit der Liebe und der Nähe eines Vaters zu handeln, der die Verantwortung des Hüters lebt, der beschützt, ohne zu bevormunden, der korrigiert, ohne zu demütigen, der erzieht mit dem guten Vorbild und mit Geduld, bisweilen einfach mit dem Schweigen eines betenden und offenen Wartens. Vor allem aber wird eine Kirche von Töchtern und Söhnen, die sich als Geschwister erkennen, nie so weit kommen, jemanden nur als eine Last, als ein Problem, als Anlass zu Opfer, Sorge oder Risiko zu betrachten. Der andere ist im Wesentlichen ein Geschenk und bleibt das auch, wenn er andere Wege einschlägt. Die Kirche ist ein offenes Haus, weit entfernt von Prunksucht, aufnahmebereit im nüchternen Stil ihrer Mitglieder und gerade deshalb zugänglich für die Hoffnung auf Frieden, die in jedem Menschen vorhanden ist, auch in denen, deren Herz durch die Prüfungen des Lebens verletzt und leidend ist. Diese Kirche kann wahrlich die Nacht des Menschen erhellen, ihm glaubwürdig das Ziel zeigen und seine Schritte mit ihm gehen, gerade weil sie als Erste die Erfahrung macht, im erbarmenden Herzen des Vaters ständig zu neuem Leben erweckt zu werden. Nel cuore misericordioso del Padre.
Fratelli e sorelle, famiglie e amici. Brüder und Schwestern, Familien und Freunde, wir sind hier versammelt im Gebet, um den Herrn zu bitten, um Gnade und Weisheit, Vorsicht und Mut für die Synode, die morgen eröffnet wird. Wir bitten den Heiligen Geist, damit er uns allen das Licht schenke, um den Willen Gottes zu erkennen, uns die Kirche aus innerstem Herzen lieben und das Evangelium klar verkünden lehrt. Spirito di sapienza e di intelletto. Dona al nostro Papa Francesco e ai vescovi. Maria Lucia Matasoni spricht jetzt: Gib unserem Papst Franziskus und den an seiner Seite versammelten Bischöfen das Licht und die Weisheit des Evangeliums. Vieni, spirito di consiglio e di fortezza. Komm, Geist des Rates und der Stärke. Rendi ogni battezzato testimone. Mach aus jedem Getauften einen glaubwürdigen Zeuge Christi. Hilf den Verfolgten, ermutige die Zweifler, breite die Barmherzigkeit des Vaters über alle Sünder aus. Su ogni peccatore. Paloni Massimo spricht jetzt: Komm, Geist der Wissenschaft und der Barmherzigkeit. Seine Frau Paloni Patrizia begleitet den Weg unserer Familien, hilf ihnen, die täglichen Schwierigkeiten zu überwinden, öffnete sie hin zur Aufnahme und Solidarität, macht, dass sie immer mehr die einigende Kraft der Liebe erfahren. La forza unificante dell'amore. Massimo Paloni. Vieni spirito del santo timore di Dio. Komm, Geist der heiligen Furcht Gottes. Lass die Liebe blühen, wo Hass besteht. Bringe Freude an die Stelle des Schmerzes. Gib der Welt den Frieden. Signore, ci ha donato il suo spirito, con la fiducia, la libertà e l'amore dei figli, cantiamo insieme. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Il Padre, creatore del cielo e della terra, il Figlio nato, morto e risorto per noi, lo Spirito che è Signore e dà la vita, siano presenti nei vostri cuori e nelle vostre famiglie. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate in pace. Nach dem Segen ehrt der Heilige Vater die Ikone mit Jesus im Tempel von Jerusalem. Jetzt wird das Magnificat gesungen. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind.